Sie haben beide davon gesprochen, dass die Kreuzigung also ein historisch relativ gut belegtes, wahrscheinliches Event war. Der Islam würde ja gerade das oft bestreiten, also eben, dass Jesus wirklich gekreuzigt wurde oder gestorben ist. Würden Sie da sagen, dass der Islam falsch liegt? Ja, wenn die Antwort aus einem Wort bestehen soll, dann lautet das Wort ja. Ja, das Naja, könnte man kann man ja jetzt. erklären, wie der Islam dazu kommt, oder? Also, oder wollen Sie, Herr Baum, ich will Ihnen jetzt nicht das Wort nehmen. Ja, also man müsste jetzt erstmal wieder sagen, wenn wir wirklich bei dem bleiben, wovon wir bisher so stark gesprochen haben und halten uns als Historiker an unsere Methode, eine Frage des Historikers lautet immer, wie alt ist die Quelle, in der etwas mitgeteilt wird? Und da ist der Koran nun mal viele Jahrhunderte jünger und seine Behauptung, nicht Jesus wäre wirklich am Kreuz gestorben, sondern das müsse man anders erklären, die ist nicht vergleichbar mit dem, was wir dann an neutestamentlichen, viel älteren Osterberichten haben im Blick auf die historische Qualität. Aber interessanterweise hat halt diese Behauptung aus dem Koran Vorläufer in einer christlichen Theologie, in der man sich auch schon Gedanken gemacht hat, in manchen Kreisen könnte es nicht sein, dass jemand anders an der Stelle Jesu gekreuzigt worden ist oder dass Jesus vielleicht nicht wirklich leibhaftig gekreuzigt worden ist und so weiter. Aber egal in welche Richtung man schaut, egal ob man diese christlichen Vorläufer anschaut oder dann die Variante, in der man das dann in den islamischen Quellen findet, es ist alles wesentlich jünger als das Neue Testament und damit als die ältesten Quellen. Und da muss ich jetzt nicht sagen, ich glaube an Gott den Schöpfer und deswegen hat der Koran an der Stelle nicht recht, denn der glaubt ja auch an Gott den Schöpfer, sondern die historischen Fragen, die man stellen kann, weisen in eine bestimmte Richtung. Und dann lautet die Antwort auf die Frage, da liegt der Islam nach meiner Überzeugung falsch mit der Deutung des Kreuzes. Wir hoffen, diese Antwort hat dir weitergeholfen. Hinterlass uns doch deine Gedanken dazu in den Kommentaren. Wenn du das vollständige Video ansehen möchtest, findest du den Link in der Beschreibungsbox. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like dieses Video doch und abonniere diesen Kanal, damit auch andere diese Inhalte finden können. Schick uns gerne auch deine persönlichen Fragen per Instagram. Wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu kommen. Profundum ist Teil von Campus für Christus, ein spendenfinanziertes Projekt, das sich mit dem christlichen Glauben und seiner Tiefe höher und weiter auseinandersetzt. Wenn du Videos wie diese und die Arbeit von Profundum möglich machen möchtest, dann findest du unten in der Beschreibungsbox die Details dazu. Bis zum nächsten Mal.